Im letzten Video, wo es darum ging, warum frisch gestupfte Kangamas immer noch ein Baby im Bauch tragen, habe ich ganz kurz Tragosso erwähnt, bei dem das ganze Gefühl noch viel dümmer ist. Für die Leute, die es nicht wissen, beim Knochenschädel des Tragossos handelt es sich um den Schädel seiner verstorbenen Mutter. So steht es auch im Pucke-Wiki. Doch es scheint ja kein Einzelfall zu sein, weil jedes fucking Tragosso einen fucking Schädel seiner Mutter trägt. Doch woran liegt das denn? Killen die kleinen Baby-Tragossos gnadenlos ihre Mütter, nur um ihren Schädel danach zu tragen und damit zu zeigen, wie sehr sie hinterher trauern? Ja. Das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Logik, wo bist du? Doch das Allerschlimmste kommt jetzt, selbst frisch gestüpfte Tragossos tragen den Helm ihrer Mutter. Wie soll ich das verstehen? Tragosso kann ja schwer beim Schlüpfen seine Ma killen und ihren Schädel danach aufsetzen. Sogar wenn die Mutter ein Ditto wäre, trägt das Tragosso ein Schädel. Da müsste es wohl diesmal der Vater sein. Das ergibt alles keinen Sinn. Doch wie würdet ihr das alles erklären? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Das mit Kangama kann man ja schon nicht verstehen, doch das mit Tragosso sogar noch weniger. Aber egal, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir noch weitere Untergeschläge in die Kommentare.